Hallo YouTube, heute sprechen wir über den sogenannten Compiler und der Compiler erlaubt es uns, aus Code, den wir schreiben können, ein Programm zu machen. Und Code ist dann zum Beispiel sowas wie diese int main hier vorne, die uns irgendeine 5 hier vorne einfach nur ausgeben soll. Mehr macht diese int main hier vorne nicht. Und aus dem Code einer int main wollen wir dann ein Programm machen, ein ausführbares Programm. Das heißt dann zum Beispiel setup.exe oder bachelor.exe oder niels.exe oder wie auch immer es heißen soll. Es ist einfach ein ausführbares Programm, eine .exe-Datei. Und der Compiler macht das für uns. Der Compiler macht aus Code ein Programm. Das macht er mit mehreren Schritten. Es gibt mehrere verschiedene Compiler, aber darüber werden wir alles noch reden, keine Sorge. Erstmal wollte ich euch zeigen, wie man das Ganze macht. Und dafür brauchen wir das Ding hier vorne, unser cmd.exe, unser gutes altes Kommandofenster. Wie rufen wir das auf? Naja, Windows-Taste oder unten links auf dieses Windows-Symbol gehen, einfach cmd eintippen und dann Enter machen. Und dann öffnet sich das Fenster. Hier vorne habe ich sogar in meinem Fenster hier vorne das CMD geöffnet. Also CMD und dann Enter machen und dann öffnet sich das. Was ich gerade gemacht habe, ich habe es nochmal gelöscht, weil ich nochmal einen freien Bildschirm haben will. Und was machen wir dann da? Es gibt mehrere verschiedene Befehle, mit denen wir das ansprechen können. Ein Befehl ist zum Beispiel CLS, lösche alles, was hier steht. CLS ist lösche. Alles, was in diesem Fenster hier steht. Das heißt, das löscht keine Dateien, das löscht keine Spiele, das löscht nichts, was irgendwo am Computer hat, sondern es löscht einfach nur die grafische Repräsentation, was auch immer da gerade steht. Dann möchte ich gerne in einen anderen Ordner, da kann ich zum Beispiel CD Desktop eingeben. CD heißt, ich ändere meinen momentanen Ordner. Denn ich bin immer in einem momentanen Ordner, den habt ihr hier vorne gesehen, vor diesem Zeichen hier vorne. Das ist mein momentaner Ordner. Zum Beispiel bin ich jetzt in meinem Desktop-Ordner und jetzt bin ich in dem New-Ordner, den ich mir da vorher angelegt habe. Das heißt, das ist ein Ordner. In den Ordner kann ich natürlich auch reingehen mit dem Windows Explorer hier vorne. Das ist mein Windows Explorer. Mit dem kann ich auch hier vorne in diesen Ordner reingehen und ich sehe, oh, ich habe hier schon eine asdf.txt vorbereitet. Naja, was kann ich machen? Ich kann MD machen, Make Directory, das heißt neuen Ordner erstellen und dann den Namen, das heißt Name, MD Name, da ist hier neuer Ordner, der heißt Name. Ich kann auch RD Name machen, dann lösche ich einen Ordner. Beide Sachen, die man auch hier vorne mit dem Explorer machen kann die also beide Sachen sind Sachen, die man auch mit dem Explorer machen kann. Also alles kein Problem. Was ich dann aber auch machen kann, ist zum Beispiel mit meinem Notepad kann ich zum Beispiel eine neue Datei schreiben, asd.txt. Und dann sagt er hier, oh, die kann gar nicht gefunden werden, weil eigentlich existiert die ja gar nicht. Wir sehen hier, oh, ist gar keine Datei asd. Und dann möchten Sie eine neue erstellen, drücke ich auf Ja und zack, hier ist meine neue Datei asd.txt, in die ich dann reinschreiben kann, dass ich zum Beispiel irgendwas, kann ich dann meinen Code schreiben, dann bin ich hier jetzt mal ein Programmierer, schreibe einfach mal ein bisschen Code und dann habe ich hier eine int main und die soll nichts anderes machen als mir ausgeben, cout 5 und dann die Zeile beenden, fertig. Dann speichere ich das und fertig habe ich jetzt eine asdx.txt, in der das drin steht. Natürlich können wir das gleiche auch machen, indem wir hier neue Textdokument machen und dann können wir das auch hier machen und hier wieder reinschreiben, speichern, fertig. Das geht alles, ist ziemlich einfach und geht besonders unter Windows auch relativ einfach. Jetzt für alle, die Linux haben, cd ist der gleiche Befehl. MD, RD sind andere Befehle. Und ihr werdet auch nicht Notepad benutzen, sondern wahrscheinlich habt ihr euch Vim oder Wii runtergeladen. Und Vim und Wii sind beides Programme, mit denen man Sachen schreiben kann. Das heißt, damit könntet ihr auch zum Beispiel asd.txt schreiben. Das Ganze macht man dann unter Linux im Terminal und nicht hier vorne unter CMD. Das ist aber schon mal schön und gut. Das heißt, mit Notepad, wenn ich das aufrufe, kann ich dann dementsprechend irgendwas da reinschreiben oder auch eine bestehende Datei verändern. Wir gucken mal eben, was in asdf.txt drin ist. Und zack, da habe ich genau das gleiche reingeschrieben, schon vorher reingeschrieben. Das heißt, das ist nichts Interessantes. Das heißt, es sind ein paar schöne Sachen. Natürlich kann ich dann dementsprechend, wie ich es gerade gezeigt habe, mit Notepad und dann irgendeine Sache, die noch nicht besteht, kann ich dann neue Sachen erstellen. Zack, einfach hier auf OK drücken. Oder das mit meinem Windows Explorer machen.
damit kann ich neue Sachen erstellen. Natürlich kann ich auch Sachen löschen, indem ich zum Beispiel del benutze. Das ist der Command, um etwas zu löschen. Da kann ich zum Beispiel asdf.txt löschen. Und zack, auf einmal ist es hier vorne weg. Wenn ich einen ganzen Ordner löschen will, habe ich hier vorne schon gezeigt rd. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden, etwas zu machen. Mit Notepad zum Beispiel kann ich neue Sachen machen. Mit del kann ich diese Sache löschen. Mit md kann ich einen Ordner machen. Mit rd kann ich den Ordner löschen. Mit cd kann ich das momentane Verzeichnis wechseln. Jetzt will ich aber etwas übersetzen. Und dafür schreibe ich einfach mal hin. G++, das ist mein Compiler, so heißt der. Ich könnte jetzt auch keinen anderen Compiler benutzen. Dann schreibe ich einen anderen Compiler-Namen hin und dann, was ich machen will. Und was will ich übersetzen? Ich will mal asd.txt übersetzen. Jetzt sagt er mir aber ein Problem, und zwar File Format Not Recognized. Das heißt, er erkennt nicht den Format. Und das kann man ganz einfach lösen, indem ich hier aus der TXT-Datei einmal ganz dreist CPP-Datei macht. Dann sagt er mir, oh, das könnte möglicherweise unbrauchbar sein, ist mir aber vollkommen egal, weil ich weiß, dass es dadurch nicht unbrauchbar wird. Wenn ich jetzt g++asd.cpp mache, übersetzt er mir das. Und erstellt mir hier vorne eine wunderschöne a.exe-Datei. Und ich kann jetzt Doppelklick hier drauf machen und ihr seht, oh, ist sofort wieder weg. Das ist eine Sache, die ist relativ schade. Unser Programm macht auch nichts mehr, als eine Sache auszugeben und sich dann selbst zu schließen. Das ist einfach, weil das Programm so einfach geschrieben ist. Wenn ich das aber hier in meiner bereits bestehenden Kommandozeile mache, dann löscht sich diese Kommandozeile nicht einfach so, warum sollte sie das auch? Und wir kriegen hier vorne unsere 5 ausgegeben, dann wird die Zeile beendet und hier wird eine neue Zeile angefangen, wo dann wieder etwas drin steht. Das ist ja mal wunderbar. Das heißt, ich habe hier das Programm ausgerufen mit a.exe. In Linux wäre das genau der gleiche Befehl, nur dass wahrscheinlich dort eine a.out erstellen würde, anstatt eine a.exe. Und dann kann man dementsprechend mit .a.out das Ganze ausführen. In diesem Fall habe ich das mit a.exe ausgeführt und er hat mir die 5 ausgegeben. Das heißt, wunderschön. Das heißt, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben aus dieser asd.txt-Datei eine asd.cpp-Datei gemacht. Die hat unser Compiler übersetzt und dann mit der a.exe konnten wir dann diese 5 ausgeben. Das ist ja schon mal alles schön und gut. Wie genau, was genau ist jetzt passiert? Erste Sache. Wir haben einen Compiler benutzt. Da gibt es mehrere von und ich habe hier den GNU-Compiler benutzt, das heißt G++. Und der G++-Compiler ist ein Teil des GCC-Compiler-Packages, das heißt GNU-Compiler Collection, das heißt eine Kollektion von mehreren Compilern. Und da ist G++ zum Beispiel dabei. Man kann sich da noch ein paar mehr installieren, will ich aber meistens gar nicht. Was ich dafür machen kann, ist, ich kann mir mal eine neue Internetseite hier öffnen. Benutze gerade zum Beispiel Google Chrome, ganz viele Sachen hier, wunderschön. Was ich dann hier machen kann, ist, ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte gerne MinGW haben. Dann gebe ich das hier ein und dann, oh ja, hier MinGW, erster Link, direkt mal draufklicken und dann hier, oh, Downloads, fertig. Und dann könnte ich mir hier, wenn ich hier draufklicken würde, würde sich ein Download-Fenster öffnen. Ich könnte mir das downloaden und dem Inst der Installieranweisung folgen. Dann kann ich auch hier unten auf Getting Started klicken, dann sagt er mir noch ganz viel, falls ich irgendwelche Probleme mit dem Download haben will. Hier ist eine gigantische Textseite, die mir ansagt, was ich da noch alles machen kann mit den Installation Notes. Das heißt, das sind ein ganz paar interessante Sachen. Nachdem ich es installiert habe, habe ich dann hier die Möglichkeit, G++ zu benutzen und mit G++ irgendwas zu machen. Das ist ja wunderschön. Das heißt, eigentlich muss ich mir nur eine Sache installieren und fertig bin ich. Was ich dann nur noch machen können muss, ist, ich muss mir eine Datei erstellen können, die umbenennen können und dann irgendwie in diesem Fenster hier hinkommen. Und das mache ich, wie bereits gesagt, indem ich CD benutze. Ich bin meistens in diesem Verzeichnis hier, Users und dann euer dementsprechender Computername und dann könnt ihr zu dem entsprechenden Verzeichnis wechseln, zum Beispiel hier Desktop oder hier im Desktop habe ich einen Ordner, der heißt New und das wäre dann mein New-Ordner hier vorne, zu dem wechseln würde und dort drin sind dann meine Sachen. Um meine Sachen anzuschauen, kann ich in Linux ls benutzen, in Windows ist das dir und dann zeigt er mir sogar an, was hier alles drin ist. Das ist eine sehr interessante Sache, das benutzt man auch meistens. Man geht meistens in einen neuen Ordner, sagt sich, oh ja, ich will jetzt zum Beispiel einen neuen Ordner Name haben. Dann gehe ich mal. Und dann macht man meistens, oh ja, ich will jetzt in den Ordner. Und dann gucke ich erstmal, was da drin ist. Da ist nichts drin.
Und diese beiden ersten Sachen hier vorne sind, wie man zurück kann. Mit CD Punkt bleibe ich im selben Ordner. Mit CD Punkt Punkt gehe ich einen Ordner nach hinten, einen Ordner raus. Das heißt, CD Punkt Punkt ist nichts anderes als dieser Rückwärtspfeil hier. Und das heißt, mit CD Punkt Punkt kann ich da wieder rausgehen. Natürlich, Name brauche ich hier nicht, also lösche ich es mal wieder. Das heißt, das sind ein paar schöne Befehle, die wir nochmal hier schön aufschreiben können. Denn Befehle sind immer wichtig. Das heißt, was haben wir für Befehle kennengelernt? Befehl CD ist Wechseln des momentanen Ordner. Das heißt, Ordner wechseln. Dann haben wir MD, Make Directory, alles Englisch. Das heißt, da wollen wir den Ordner erstellen. Dann gibt es noch RD. Da machen wir Ordner löschen. Und dann machen wir DIR. Da wollen wir den Ordner nicht wechseln, nicht erstellen, nicht löschen, sondern anzeigen. Einfach alles, was da drin ist. Dann neue Files können wir machen. Und da gibt es ganz, ganz viele Wege, mit denen wir neue Files machen. Aber wir können zum Beispiel mit Notepad können wir zum Beispiel den Editor aufrufen und dann dementsprechend noch Namen dahinter hängen, damit wir irgendeine neue Sache machen. Das heißt Notepad und dann Namen, um neue Sache zu machen mit neuen Namen. Und dementsprechend können wir natürlich auch nicht nur Notepad einfach so aufrufen, sondern wir können auch Del aufrufen, um irgendwas zu löschen, das heißt Datei löschen. Und das sind sozusagen unsere Möglichkeiten, was wir haben. In Linux gibt es dafür Analogons und die könnt ihr euch am besten anschauen unter Linux. Da gibt es eine ganz große Dokumentation dazu. Einige Befehle davon kenne ich noch auswendig. Zum Beispiel dir ist ls, cd bleibt cd. Anstatt Notepad werdet ihr wahrscheinlich Vim oder Vi benutzen. Das sind beides Editor-Programme. Und Und statt Del benutzt ihr zum Beispiel RM. Das sind aber so die grundsätzlichen Sachen, die man zu dem Compiler sagen kann. Das heißt, wir haben gerade gesehen, wie man einen Compiler kriegt. Wir haben gesehen, wie man einen Compiler benutzt. Wir haben gesehen, wie man diese Kommandozeile benutzt mit den ganzen einzelnen Kommandozeilen Befehlen. Jetzt, was war das hier, was ich hier noch hingeschrieben habe? Das sind einzelne Stufen des Kompilierens. Der Compiler macht nämlich nicht alles sofort, sondern der Compiler macht alles schrittweise. Zuerst macht er einen sogenannten Präprozessor. Prozessor. Dann macht er hier vorne das Kompilieren. Und dann mit einer bestimmten Optimierungsstufe, über die wir auch noch sprechen wollen. Und dann macht er hier hinten nichts anderes, als den Assembler zu starten. Das heißt, hier ist der Assembler. Und im Endeffekt wird noch ein Binder benutzt. Das ist alles eigentlich gar nicht so wichtig, was die einzelnen Zwischenprozesse sind, werden uns die aber trotzdem noch anschauen. In Java geht das Ganze relativ einfach, dort benutzen wir einfach zum Beispiel ein Programm wie Eclipse und dann wird aus der .java-Datei wird dann ein Programm gemacht und wir wissen gar nicht genau, wie es geht. Bei C++ können wir uns den Effekt aber, oder was da passiert, ziemlich genau angucken. Und das ist das Schöne an C++ und das werden wir uns einfach mal angucken. Das heißt, wir haben jetzt G++, haben wir vorne unsere Datei asd.cpp und ich mache einfach nur asd.cpp. Und dann seht ihr ganz viel, was hier gemacht wird, weil ich irgendwas da benutzt habe. Ich habe meine using namespace und ich habe include auf meine hier vorne drin steht ein include iostream. Und deswegen steht hier so viel. Ganz, 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 ganz am Ende, nachdem er den ganzen IO-Stream durchgegangen wird, steht hier meine eigentliche Sache. Das heißt, hier ist mein Namespace. Und hier vorne ist dann der C-In-Stream. Dann ein paar Streams, die ich nicht C-Out-Stream, ein paar Streams, die ich nicht brauche, ein paar Streams, die ich nicht brauche. Dann macht er hier vorne eine asd.cpp und dann steht hier meine int-main. Das hier, die letzten drei Zeilen oder die letzten vier Zeilen eher, ist das, was ich geschrieben habe. Und das hier alles und sogar noch mehr
ist das, was im IO-Stream drinsteht. Das heißt, was ich mir dazu hole. Und darüber werden wir auch noch wieder sprechen, über das sogenannte Inkludieren von irgendwelchen Bibliotheken. Denn ihr wollt nicht selber 15 Trilliarden Zeilen Code schreiben, sondern das ist oft einfacher, die einfach mal eben zu inkludieren und dann den Code von anderen Leuten zu benutzen. Und das hier unten ist dann sozusagen mein Code, der hier übrig ist. Was hier gemacht wurde, ist, es wurde der Code in C++ geschrieben, in einen etwas allgemeineren Code umgeschrieben. Zum Beispiel hier in meinen Char hier vorne, W-Char und so weiter und so weiter und so fort. Hier stehen dann alle Sachen da, die sozusagen im Endeffekt dort benutzt werden. Das ist ja schon mal schön und gut. Das heißt, hier vorne ist der Präprozessor. Der macht so Sachen wie zum Beispiel das Include hinzuzufügen, mein Namespace zu benutzen und so weiter. Über Include werden wir noch genauer sprechen, also keine Sorge. Danach kommt der Compiler. Das heißt, da kann ich dann G++ minus S, S für Compiler und dann ASD.cpp. Und dann kompiliert er mir das. Da habe ich hier eine .s-Datei, die können wir auch mal öffnen. Da möchte ich gerne den Editor haben. Und dann steht hier, oh, was ist das denn hier auf einmal? Das hier vorne ist das, was der Computer wirklich machen wird. Hier vorne wird er irgendwas auf dem Stack tun, dann wird er noch was auf dem Stack tun, dann wird er irgendwo rausgehen, dann wird er irgendwas bewegen, dann wird er wieder was auf dem Stack tun, dann wird er irgendwas machen, dann wird er hier irgendeine Funktion ausführen, dann wird er wieder irgendwelche Sachen bewegen. Und das ist sozusagen das, was der Computer im Endeffekt machen wird. Das hier vorne ist das, was der Computer machen soll, in Computerschrift, aber noch nicht computerlesbarer Schrift. Das hier ist also in Computerschrift, in sprachenübergreifender Schrift. Das heißt, wenn ihr das bei Java macht und wenn ihr das bei C++ macht, wird im Endeffekt beides mal das gleiche rauskommen. Ist dann auch dementsprechend schon auf euer System angepasst. Was danach aber noch kommt, ist noch eine weitere sinnvolle Sache. Und zwar, danach wird das Ganze hier mit unserem Assembler gemacht. Das heißt, G++ minus C, ASD.cpp. Das ist der nächste weitere Schritt. Und der Schritt hier vorne ist sogar gar nicht mal so selten. Wir werden über diesen Schritt hier noch reden, wenn wir über sogenannte Make-Files sprechen. Das heißt, da brauchen wir manchmal sowas hier vorne. Diese Datei hier vorne sieht aber vollkommen sinnlos aus. Ihr seht hier schon, oh, irgendwelche Sachen stehen da noch, von wegen. Aber hier vorne Static Initialization und Destruction, dann irgendwelche Sachen, die wir überhaupt gar nicht lesen können. Und das ist eigentlich nichts anderes als wirklich computerlesbare Schrift. Das hier vorne kann euer Computer lesen. Das hier vorne. Natürlich wollen wir aber keine .o-Datei haben, sondern wir wollen die letztendliche Datei haben. Was wir aber schön machen können, ist von dieser ASD.o-Datei können wir auch die ASD.o-Datei selber können wir schon übersetzen. Das heißt, wir können zum Beispiel G++ ASD.o und ich sage jetzt mal, das soll einen anderen Namen haben, das ASDF.exe. Das heißt, die .o-Datei können wir auch übersetzen. Wir können nicht nur die Grunddatei ASD.cpp übersetzen, sondern wir können auch diese maschinenlesbare Datei ASD.o übersetzen. Und dann dementsprechend unsere Programme daraus schreiben. Das heißt, das sind ein paar schöne Sachen. Dann gibt es hier noch O und dann eine Stufe. Das heißt, es gibt O und dann 0, 0, O, 0, 1, O, 0, 2. Das sind alles Befehle, die wir dazu tun können. Die haben was damit zu tun, wie stark unser Computer irgendwas, wie stark der Computer etwas optimieren soll. Denn der Compiler ist nicht dumm. Er sieht, wenn ihr irgendwelche Fehler macht und optimiert diese Fehler raus. Das ist eine wunderschöne Sache und deswegen sollten wir das meistens einfach nicht verändern. Deswegen lassen wir einfach meistens die Optimierungsstufe so, wie sie ist und schreiben also kein O hin. Aber mit O könnten wir theoretisch diese Optimierungsstufe noch ändern. Was wir auch machen können, ist, was ihr vorhin gesehen habt, gesehen habt, nein, mit gesehen habt, ist, wenn wir ein kleines O benutzen und danach irgendeinen Namen schreiben, irgendeinen Dateinamen, zum Beispiel asdf.exe, das ist der Name, unter dem unsere Datei, unser Programm dann hinterher ausgegeben werden soll, der Output. Und mit dem minus o asdf.exe habe ich zum Beispiel gesagt, er soll das in asdf.exe reinschreiben. Das
sind unsere ersten Schritte auf dem Weg, um ein richtiger Programmierer zu werden. Und wir wollen sie nochmal alle überfliegen, weil es war ziemlich viel, auch wenn es vielleicht manchen nicht so vorkommt, aber das hier ist schon das Ende des Videos. Wir haben gesehen, um Code in ein Programm zu übersetzen, dafür brauchen wir den sogenannten Compiler. Und es gibt mehrere Compiler, einer davon ist der G++-Compiler, den wir uns zum Beispiel über MinGW installieren können. MinGW einfach erster Link anklicken unter Download und dann einfach MinGW installieren, ist eigentlich relativ einfach. Und was der Compiler dann macht, ist, er macht aus einer Datei, macht er ein Programm. In Java sieht man das meistens gar nicht so ausführlich, was da gemacht wird. In C++ sieht man das meistens relativ ausführlich, was man da überhaupt machen kann. Und da gibt es mehrere Schritte. Einmal den Präprozessor, einmal das Kompilieren, einmal den Assembler, einmal den Binder. Ist aber gar nicht so wichtig, was eigentlich die ganzen einzelnen Sachen sind. Vor allem der Binder, den wir uns später noch anschauen wollen, ist erstmal noch gar nicht so wichtig. Erstmal ist wichtig, dass wir irgendwie unser Programm, was wir geschrieben haben, irgendwie übersetzen können. Und das machen wir mit diesen Möglichkeiten hier vorne, erstmal irgendwas zu machen in unserer Kommandozeile. Kommandozeile, Windows und dann CMD eintippen, dann Enter. Was wir dann machen können, ist, mit dieser Kommandozeile können wir dann irgendwelche Sachen aufrufen. Zum Beispiel unser Notepad aufrufen oder Notepad und dann irgendeine neue Datei, asdf.txt aufrufen. Und dann können wir da zum Beispiel asdf.txt erstellen und so weiter. Mit del löschen wir dann wieder Sachen, asdf.txt zum Beispiel. Mit md machen wir neue Ordner. Mit rd löschen wir neue Ordner und so weiter. Mit dir zeigen wir an, was da drin ist in unserem momentanen Ordner, wo wir gerade drin sind. Und das sind die meisten Befehle. In Linux gibt es da ein paar andere Befehle. Da benutzen wir zum Beispiel ls, benutzen wir für dir. Statt Dell benutzen wir meistens RM, statt Notepad benutzen wir meistens die Editoren Vim oder V, die wir uns vorher runtergeladen haben und so weiter. Dann gibt es ein paar lustige Sachen, die wir unserem Compiler hier vorne sagen können. Meistens wollen wir unserem Compiler aber einfach sagen G++ und dann unser Programm, was wir haben, unser Programmcode und dann meistens noch irgendein Output-File. Ich benutze gerne exec.exe und dann haben wir hier vorne hier die Datei exec.exe, die wir auch dementsprechend benutzen können. Das heißt, das ist der Weg von einem Code zu einem Programm. Generell der Schritt, der einfach nur wiederholt werden muss. Den Schritt, den wir jedes Mal machen, ist eigentlich nur eintippen. G++ asd.cpp, den Namen, dann O und dann unser Dateiname. Das ist eigentlich der Schritt, den wir jedes Mal machen. Alles drumherum wird nur einmal gemacht. Nur ein einziges Mal müssen wir uns unseren Compiler heraussuchen und installieren. Nur ein einziges Mal müssen wir uns klar machen, was die einzelnen Schritte sind. Und nur ein einziges Mal müssen wir diese Befehle kennenlernen und dann danach benutzen. Ich habe hier nochmal eine neue Konsole geöffnet und nochmal einfach nur CD, bis wir in unserem Ordner drin sind, wo wir alles machen wollen. Das kann jeder beliebige Ordner sein. Wir sollten uns nur einen aussuchen, wo wir nicht alles mit Dateien vollmüllen. Ich könnte das alles auch nur auf dem Desktop machen. Ich will meinen Desktop aber nicht vollmüllen. Deswegen habe ich mir hier so einen Ordner angelegt, in dem ich Müll sozusagen reintun kann. Guckt, ihr seht, manchmal werden das ganz schön viele Dateien. Und in diesem Ordner können wir dann allen Schwachsinn machen und dann zum Beispiel auch G++, asd.cpp und dann übersetzen wir das und erstellt uns eine ausführbare Datei a.exe, die wir dann hier zum Beispiel ausführen können. a.exe gibt uns 5 aus. Das heißt genau das, was unser Programm macht. Natürlich können wir hier auch ein paar schwierigere Sachen programmieren, wie zum Beispiel eine Vorschleife einbauen. Das heißt for int i gleich 0, i kleiner 5, i plus plus. Können wir zum Beispiel etwas machen und da wollen wir zum Beispiel nicht die 5 ausgeben, sondern da wollen wir zum Beispiel i ausgeben. Und das hier sollte uns ein paar schöne Sachen ausgeben. Das kann ich speichern. Und dann gehe ich in meine Kommandozeile hier rein, sage g++ asd.cpp. Dann überschreibt er meine a.exe-Datei, neue a.exe-Datei ausrufen. Und wir sehen, oh ja, hier geht ja unsere Schleife durch. Zuerst die 0, dann die 1, dann die 2, dann die 3, dann die 4. Bei der 4 geht er gerade hier durch, gibt das aus. Und dann erhöht er den nach Abschluss der Vorschleife. Und guckt dann nochmal die Bedingungen an, dann ist i gleich 5, i 5 ist nicht kleiner 5,
Also beendet er dann dort das Programm. Ihr seht vielleicht auch, dass ich gerne mal in meiner Main das Return nicht hinschreibe, denn das Return wird, wie gesagt, nicht benutzt. Der Compiler gibt mir dafür auch keinen Fehler. Er gibt mir auch keinen Fehler, wenn ich hier vorne nicht in C und Char-Array argv benutze. Das sind beide Sachen so, die man nicht unbedingt machen muss, aber die man gerne machen darf. Und ihr seht, auch wenn ich die Sachen noch benutze, ändert das an dem Ausführen meines Programms nichts momentan. Das heißt, das ist, wie wir Sachen kompilieren. Und das ist wirklich eine wichtige Sache, das hier zu verstehen. Das heißt, der eigentliche Schritt ist eigentlich nur einzugeben, g++ asd.cpp, was auch immer euer Name ist. Und das ist der wichtige Schritt. Und dann das auszuführen, a.exe, ist ziemlich simpel. Wie gesagt, wenn ihr die einfach so ausführt, ist, weil unsere Datei hier vorne nichts Besonderes macht, ist diese Datei hier ziemlich hinfällig. Ich kann mal was dazu schreiben. Habe ich hier zum Beispiel noch ein paar Sachen hinzugeschrieben. Was das macht, ist, es fragt nichts anderes als, willst du das Programm erneut ausführen? Und wenn wir dort Yes eingeben oder Ja, kann ich auch machen, dann fängt er das ganze Programm nochmal an mit einem Go-To-Statement, das ihn nochmal nach hier oben schickt. Das heißt, von hier unten, wenn ich Ja drücke, bin ich nochmal hier oben. Das heißt, die ganze Schleife wird nochmal ausgegeben und nochmal willst du dieses Programm ausführen. Und da könnte ich dann theoretisch da unendlich lange im Programm sitzen. Wenn ich das Ganze kompiliere, das heißt mein neues ASD.cpp, dann werdet ihr vielleicht sogar sehen, wenn das Programm jetzt mehr Sinn macht, dann bleibt sogar hier unser neues Fenster, was wir dann aufrufen, offen. Das heißt, da kann ich dann Ja zum Beispiel reingeben und dann kann ich das hier unendlich oft benutzen. Und das wäre natürlich ein sinnvolleres Programm als das Programm, was einfach nur eine 5 ausgibt und sich dann sofort wieder schließt. Ein Programm, was eine 5 ausgibt und sich sofort wieder schließt, ist aber nicht unbedingt schlecht. Und wenn wir sowas dann machen wollen, dann machen wir das einfach in unserer CMD-Zeile. Dann können wir da zum Beispiel a.exe machen und würde dann hier nichts anderes machen. Aber wenn ich dann zum Beispiel was anderes eingebe als ja, dann schließt er nicht gleich das ganze Fenster, sondern danach bin ich dann immer noch in dem gleichen Fenster. Das heißt, das ist sinnvoll dafür, falls ich sowas hier nicht eingebaut habe. Das heißt, wir sehen, kompilieren ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Einfach nur G++, unseren Dateinamen. Mehr müssen wir beim Kompilieren nicht machen. Und danach müssen wir einfach nur unsere ausführbare Datei ausführen. Fertig. Das ist, wie man etwas kompiliert. Der einzige schwierige Schritt ist, wie man da hinkommt. Dafür muss man sich einmal den Compiler runterladen und einmal irgendwie in unser Verzeichnis kommen. Und wie gesagt, dafür gibt es diese Befehle in Windows. Und ich hoffe mal, ihr habt das soweit verstanden. Und ich hoffe mal, ihr kommt damit auch klar selber. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wendet euch einfach an mich oder an irgendwelche Administratoren. Nein, wendet euch einfach an mich, falls ihr noch Fragen zu diesem Video habt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch wunderviel Spaß und ab sofort seid ihr richtige Programmierer. Tschüss!